Jiro Kamate ist ein Schmuckkünstler, der mit dem Deutschen Goldschmiedehaus und der Stadt Hanau eine besondere Beziehung pflegt. 2006 wurde er zum zweiten Hanauer Stadtgoldschmied ernannt. Ein Titel, der nur alle 2 Jahre vergeben wird und unter anderem die Möglichkeit bietet, das eigene Werk in einer großen Sonderausstellung auszustellen. So befinden sich mehrere Schmuckstücke in der hauseigenen Sammlung des Goldschmiedehauses und sind zum Teil in der Highlights-Dauerausstellung ausgestellt. Hiro Kamata stammt aus einer traditionsreichen japanischen Juwelierfamilie und arbeitet seit vielen Jahren in München. Ausgebildet in Kofu in Japan, führte ihn sein Weg nach Deutschland. Nach einem kurzen Aufenthalt an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim studierte er zwischen 2000 und 2006 an der Akademie der Bildenden Künste in der Klasse für Schmuck und Gerät unter Professor Otto Künzli. In seinem Schmuck verarbeitet Jiro Kamata Alltägliches, darunter beispielsweise Klebeband. In der Sammlung des Deutschen Goldschmiedehauses befinden sich unter anderem 2 Tesaringe. Darin festgehalten ist die Erinnerung an den flüchtigen Moment seiner Küsse. Die Ränder der behutsam ab- und wieder aufgewickelten Kleberolle zeigen die Lippenstiftabdrücke des Designers. Ihre Überlagerung führt zu individuellen Mustern. Anstelle funkelnder Steine verarbeitet Jiro Kamata Kameralinsen oder Brillengläser, die er zuvor behutsam aus ihren Montierungen löst. Teilweise sind sie rückseitig mit einer opaken Schicht bedampft. Hierdurch kommt es zu irisierenden Effekten in schillernden Farben. Spiegelungen verleihen den Objekten Glanz und räumliche Tiefe.